Eine Zuschauerin hat mir geschrieben und sie will gerade jetzt in dieser heftigen Situation mit dem Rauchen aufhören. Und sie schreibt, ich habe es jetzt einige Tage geschafft, aber jetzt kommt der Rückfall und ich bin schwach und ich kann nicht mehr und ich mache es ja schon seit 10 Jahren und wie kann ich das schaffen? Nun, es ist egal, welche Sucht ich habe. Es kann Rauchen sein, es können Drogen sein, es kann aber auch Zucker sein oder es gibt auch andere Süchte, Spielsucht, Kaufsucht, auch Sexsucht. Es gibt ganz viele Süchte. Süchte sind natürlich auch gerade jetzt in dieser Situation etwas, wo die dunkle Seite ja auf der Lauer liegt, wenn man so möchte. Gerade auch die Sucht des Rauchens oder auch des Trinkens. Süchte sind immer Herausforderungen. Und glauben Sie mir, es wird zwar erzählt, auch in der Gesellschaft oft, auch von Ärzten manchmal und auch in der Familie, Gott, der ist süchtig, ganz schlimmer Mensch, ganz fürchterlich. Ist es nicht, ist es nicht. Jeder von uns ist potenziell gefährdet, süchtig zu werden. Und jeder von uns hat seine Herausforderungen und seine Aufgaben. Und klar, es kann sein, dass eine meiner großen Herausforderungen, eine meiner Aufgaben in diesem Leben tatsächlich ist, meine Sucht, entstanden über viele Leben meiner Seele aus der Vergangenheit heraus. Und in diesem Leben womöglich auch, aufgrund der Situation, in der ich hineingeboren wurde, die Situation, die sich meine Seele ja tatsächlich ausgesucht hat, ja, um mit dieser Herausforderung, umzugehen. Manche sagen, ja, die Person ist in der Familie geboren, kein Wunder, dass sie süchtig ist. Ich habe als Seele, habe ich mir diese Familie tatsächlich ausgesucht, weil ich diese Herausforderung annehmen möchte. Besser gesagt, diese Herausforderung angehen muss. Das ist das Ziel, um zu wachsen. Das ist das Ziel, damit meine Seele stärker wird, damit meine Seele wachsen kann. Deswegen ist auch eine solche Sucht erstmal gar nichts Negatives, sondern es ist eine Herausforderung und ich kann an dieser Herausforderung wachsen. Schaffe ich das? Das ist eine ganz andere Frage. Je mehr ich mir darüber bewusst bin, desto stärker das Bewusstsein ist, das Bewusstsein, nicht das Unbewusstsein, das Bewusstsein, dass ich agieren muss, dass ich nicht reagiere, sondern dass ich agiere und dass ich sage, mit mir nicht. Ich weiß, dass ich potenziell gefährdet bin, eine Sucht zu entwickeln, eine Sucht zu haben, dass ich potenziell gefährdet bin, zu rauchen, zu trinken, viel Zucker zu essen, zuckersüchtig zu sein oder halt auch, wie gesagt, spielesüchtig, kaufsüchtig, onlinesüchtig. Sehr, sehr viele Menschen sind potenziell suchtgefährdet, was natürlich in schwierigen Situationen immer noch stärker wird, weil da suche ich natürlich den Halt in dieser Sucht. Ich suche einen Halt. Ich suche etwas, was mir Sicherheit gibt. Das gibt mir natürlich Sicherheit, wenn ich weiß, ich kann jetzt dieses Glas Alkohol trinken und fühle mich danach etwas besser. Und dann trinke ich viel, fühle mich schlecht, aber am nächsten Tag kommt schon wieder diese dunkle Seite, die sagt, du hast dich zwar gestern dann zum Schluss schlecht gefühlt, aber du brauchst das jetzt in dieser Situation. Und diese Herausforderung, damit umzugehen, das ist dann in diesem Leben eine meiner Aufgaben. Und das ist nicht leicht. Das ist ganz klar. Da hilft nur tatsächlich das Bewusstsein. Bewusst zu sein, sich darüber bewusst zu sein, dass ich süchtig bin. Süchtig nach der Zigarette, süchtig nach dem Glas Alkohol, süchtig nach dem Spielen. Und dann zu agieren, zu sagen, nein, nein. Nein, du blödes Teufelchen. Nein, du dunkle Seite. Ich will wachsen. Meine Seele will ihre Aufgabe meistern. Ich will das Licht sehen. Ich tue etwas gegen diese Sucht. Ich höre jetzt auf. Und wie die Zuschauerin auch schreibt, es ist ganz normal, dass ich es vielleicht dann 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage schaffe und dann, da kommt der Rückfall. Und einige sagen dann, ja, seht ihr, ich schaffe es einfach nicht, also rauche ich einfach weiter. Nein, nein, nein. Auch ein Rückfall ist wieder eine neue Herausforderung. Und ich stehe auf und mache weiter.
Ich stehe auf, richte die Krone und sage, ich mache weiter. Ich versuche es nochmal. Ich habe es jetzt eine Woche lang geschafft und jetzt habe ich es einen Tag lang nicht geschafft. Und jetzt versuche ich es einfach nochmal. Und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Ich gebe niemals auf. Ich bin stark. Meine Seele ist stark. Sie gibt nicht auf. Und ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben. Und es gibt auch keinen Gott, der mich bestraft, weil ich es nicht geschafft habe. Das ist der allergrößte Quatsch, der uns eingeredet wird. Wenn du es nicht schaffst, wenn du schwach bist, Gott wird dich bestrafen. Nein, es gibt keinen Gott, der bestraft. Wir bestrafen uns selbst. Der Alkoholiker bestraft sich selbst, wenn er am nächsten Morgen total kaputt, mit Kopfschmerzen und schlechtem Gefühl im Bett liegt. Ist es das wert? Dieses kurze Gefühl des Ich bin toll, ich bin super, das gilt auch für Drogen. Ist es das wert? Wenn Sie der Meinung sind, ja, das ist es wert. Ich nehme zwar nicht am Leben teil, aber dieses ganz kurze Gefühl, das ist es mir wert. Wirklich aus dem Bewusstsein heraus. Nicht aus dem Nichtbewusstsein, aus dem einfach so dahinleben, aus der Schwäche heraus, sondern wirklich aus dem absoluten Bewusstsein heraus. Es gibt Menschen, die rauchen absolut bewusst. Die rauchen jeden Abend bewusst ihre Zigarre und werden 100 Jahre alt und sagen, ich habe mein Leben lang meine Zigarre und mein Glas Wein genossen. Das ist Teil meines Lebens, das ist Teil meines Bewusstseins. Das gehört mit dazu. Prima, absolut prima. Aber hier rede ich über die Sucht, über die Menschen, die es nicht aus ihrem Bewusstsein heraus machen, sondern aus der Schwäche heraus. Und in dem Augenblick, wo ich es eine Woche geschafft habe oder einen Monat oder drei und ich werde wieder schwach, dann versuche ich es einfach nochmal neu. Wichtig ist, in der Situation, in der ich schwach werde, genießt es. Genießt es. Genießt auch die Schwäche. Das ist auch etwas, was mit dazu gehört. Nicht mit dem schlechten Gewissen. Wenn ich gesagt habe, ich trinke keinen Alkohol mehr und nach einem halben Jahr werde ich schwach, dann genießt das Glas Alkohol oder dann genießt diesen Rausch und sagt, heute habe ich es nicht geschafft. Ich muss wieder ganz bei Null anfangen. Aber das, was heute stattfindet, das genieße ich jetzt in vollen Zügen. Auch dieses Bewusstsein ist Teil dieses Prozesses. Und irgendwann schaffe ich es. Ohne schlechtes Gewissen. Ohne, dass mir jemand sagt, dass Gott mich bestraft oder dass ich ein schwacher Mensch bin, ein schlechter Mensch, ein dummer Mensch, was auch immer. Lasst euch nichts einreden. Es geht nur um eure eigene Seele. Was die anderen Menschen über mich denken, das geht mich tatsächlich überhaupt nichts an. Es geht mich auch nichts an, schlecht über andere Menschen zu denken. Sucht, und wie gesagt, das sind ganz viele Süchte, die es gibt, ganz, ganz viele unterschiedliche Süchte. Sucht ist etwas, was ich in Angriff nehmen kann. Immer, immer, ohne Medikamente. Tatsächlich, ich kann jede Sucht auch ohne Medikamente in den Griff bekommen. Ich muss es nur wollen. Es geht um das Bewusstsein und es geht tatsächlich auch um das Agieren, nicht das Reagieren. Wenn ich sage, ganz bewusst, mit mir nicht mehr, bis hier und nicht weiter, jetzt ist Schluss, heute ist der erste Tag meines neuen Lebens, dann schaffe ich das auch. Und das gilt auch für die Zuschauerin, die mir schreibt, ich bin so schwach und ich schaffe das nicht und ich gebe halt jetzt einfach auf. Aufgeben ist keine Option. In diesem Leben ist das Aufgeben keine Option. Wenn ich aufgebe, dann lebe ich nicht mehr. Dann lasse ich leben und dann hat meine Seele auch überhaupt keine Chance zu wachsen. Es ist bei mir, es ist meine eigene Entscheidung, ob ich das mache oder ob ich mich für den anderen Weg entscheide. Ob ich mich für den Weg entscheide, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen und etwas zu tun. Und das gilt übrigens für alle Bereiche. Ob ich bereit bin, in allen Bereichen mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Es fängt bei mir an. Es kann sein, dass wir Hilfe bekommen von außen, absolut. Hilfe von unserer Familie, Hilfe von anderen Menschen. Vielleicht auch Hilfe von Präsidenten oder sonst wer.
oder vielleicht sogar von einem neuen Propheten. Aber letztendlich fängt es bei mir selbst an. Ich muss anfangen zu arbeiten. Ich muss anfangen bei mir selbst, sonst funktioniert es nicht.